Guten Morgen! Ich bin gerade im Stall angekommen und ich habe heute ein besonderes Video für euch, gleich zum Start ins neue Jahr. Deswegen wünsche ich euch auch erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und habt euch ganz viele Vorsätze gemacht und den ganzen Kram, was man so macht. Ich habe heute ein interaktives Video für euch geplant, und zwar einen interaktiven Stalltag. Das heißt, ihr müsst euch oder könnt euch, wie auch immer, nur die Videos angucken, die euch interessieren. Vielleicht guckt ihr euch auch alle an, dann seien wir mal ganz ehrlich, am 1. Januar haben wir eigentlich alle nichts zu tun. Und ich nehme euch heute mal so ein bisschen mit, und zwar durch alle möglichen Teile von den Jungpferden über meinen Stallalltag als Selbstversorger, ein bisschen Zeitmanagement. Das werde ich alles so als Einzelvideos aufnehmen, zeige euch das dann, beziehungsweise ihr habt dann die Auswahlmöglichkeit. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, euch alles immer anzuschauen. Das habe ich so eingestellt und so geplant. Bin gespannt, wie es funktioniert und wie auch das erste Mal, dass ich das mache. Und eine Sache kann ich euch schon mal vorweg sagen. Leider, zumindest ist das der aktuelle Plan, außer es kommt spontan noch jemand, habe ich nicht die Möglichkeit, euch mich beim Reiten zu zeigen. Das ist aber, glaube ich, nicht so schlimm, denn ich habe ganz viele andere Sachen, die ich euch zeigen kann. Beim Reiten brauche ich einfach immer jemanden, der filmt, und die Pflegerin meines Trainers zum Beispiel, wenn ich die nicht fragen würde, würde sie es bestimmt machen, aber die hat was zu tun. Mein Trainer, der hat auch was zu tun. Mein Mann passt auf unser Kind auf, damit ich das hier machen kann. Und von daher müsst ihr mit anderen Sachen Vorlieb nehmen, aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Und ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, was ihr sagt. Und jetzt habt ihr schon die Auswahl zwischen den ersten beiden Videos. Und ja, genau. Wie gesagt, am Ende könnt ihr auch euch alles anschauen. Das habe ich so eingestellt. Bis dann!